Hallo und herzlich willkommen zurück zu der Sims 4 Girls WG. Yeah. Ja, wir sind wieder zurück hier im Häuschen und hier wird gerade fleißig gegärtnert, wie ich sehe. Bepetay. So, in der letzten Folge haben wir uns hier mal so ein Pool gegönnt. Wir haben uns ihn einfach mal so jetzt in den Garten geklatscht. Sieht zwar ziemlich beschissen aus, muss ich wirklich mal so sagen, aber ich hoffe, wir haben bald genug Geld, also wir sind ja wieder fleißig am Sparen, oder wir sparen ja eigentlich die ganze Zeit, dass wir dann den Garten auch ein bisschen verschönern können. Und mir hat auch jemand in die Kommentare geschrieben, ja, bau den Garten mal weiter aus und so. Das werde ich auf jeden Fall auch machen, denn wir brauchen auf jeden Fall ein paar mehr Pflanzen. Guck mal, hier können wir sogar was weiterentwickeln. Das ist ja super. So, dann gucken wir mal. Hier nicht, hier auch nicht. Guck mal, wo es glitzert, aber ich kann es nur so schlecht erkennen. Es glaube ich glitzert nur hier. Oder war das der? Nee, es glitzerte nur dieser. Okay, dann glitzer mal weiter vor dich hin und ich guck mal, was der Rest des Schützenfests macht. So, du bist schlafen, du bist auch schlafen, du bist auch schlafen. Gut. Mal gucken, mit wem gehen wir zur Arbeit. Du siehst gut aus mit der Beförderung, aber du auch. Also ich würde sagen, wir gehen auf jeden Fall morgen nochmal mit Mia zur Arbeit. Mein Gott, was räumt der Mann da? Ich will es gar nicht wissen. Wir gehen auf jeden Fall morgen nochmal mit Mia zur Arbeit, dann werden wir auf jeden Fall mit ihr befördert und dann gehen wir als nächstes auf jeden Fall mit Mary, damit wir noch die zwei Patienten erfolgreich diagnostizieren und behandeln, damit wir da auch endlich mal weiterkommen. Dann sind wir nämlich da auf jeden Fall auch befördert. So, jetzt mache ich mal ein bisschen schneller hier, damit die Dame mal ein bisschen Gas gibt. So, Qualität hat sich ausgezahlt, Petersilie gestiegen. Qualität hat sich ausgezahlt, Petersilie ist gestiegen. Ja, genau, Jasmin. So, dann schlaft mal alle schön. Jetzt ist aber schon wieder jemand wach. Du musst dringend pieseln. Gura, gura. Ja, dann geh mal schnell und schrei nicht so viel. Genau, Pipi machen. Und dann kannst du wieder zurück in die Kiste. Es ist unglaublich, Leute. Ich leg mir den Timer extra hier so krass vor mich hin und trotzdem vergesse ich ihn zu stellen. Aber naja. Das wissen wir ja bereits. Aber bis jetzt habe ich immer gut geschätzt. Das muss ich ja mal sagen. So, dann geh jetzt wieder schlafen, bitte. Danke. Und dann warten wir mal kurz ab, wer jetzt hier als nächstes aufwacht. Oh, die Kuhpflanze sehe ich gerade. Die braucht auf jeden Fall mal jemanden, der sie füttert. Dann kannst du das direkt mal machen. Oh, allein losschicken. Fütter sie mal bitte. Danke. Und dann kannst du dich gerne selbst auch mal füttern, indem du nicht das verdorbene Essen hier isst. Kann ich das nicht selbst? Nein, kann ich nicht. Okay, haben wir noch was im Kühlschrank? Ja, hier diesen Ekelobstkuchen. Hä? Wo ist er denn jetzt? Ach, da. Aber den wollen wir nicht. Ich würde sagen, der Dominik, der kann mal was kochen. Und zwar kocht er uns mal jetzt hier Würstchen mit Bohnen. Auf dass wir wieder alle fröhlich furzen und rülpsen. Und dann, genau, du willst den Kuchen essen, das halte ich für keine gute Idee. Und dann kannst du mal eben hier verwenden und verwenden. Und dann kannst du warten, bis jemand was zu essen fertig hat. Und du kannst jetzt auch mal aufstehen. Du gehst dann mal duschen und gehst nochmal pinkeln, auch wenn das total sinnlos ist. So, bist du schon? Ja, du hast die Kuhpflanze gefüttert, das ist sehr gut. Also sie hält sich wacker, ich bin sehr stolz drauf. Also bis jetzt noch kein Problem gehabt. Sie lebt, kann man auf jeden Fall so sagen. Und er holt jetzt erstmal so ein Klumpen, naja, ich würde fast sagen, das war Kuhpflanzenfutter. Es gibt heute lecker Kuhpflanzeneintopf. Ja klar, hau dir ruhig die Zwiebel roh rein. Schmeckt ja wunderbar. So, und koch mal bitte. Und dann kannst du das hier mal bitte aufräumen. Das wäre ganz freundlich von dir. Und dann kann sich der Rest hier mal so einen leckeren Teller nehmen. Und du bitte auch. Und dann haben wir, glaube ich, alle. Du kannst ein bisschen Fernsehen dabei eigentlich gucken. Guck dir mal den Action-Kanal dabei an. Denn du musst sowieso gerade was für deinen Spaß tun. Wie sieht es bei dir spaßmäßig aus? Ganz gut, das ist schön. So, was müssen wir denn hier noch machen? Level 6 Logikfähigkeit machen. Ja gut, das schaffen wir auf jeden Fall noch. Und dann kann das hier auch mal jemand aufräumen. Machst du das einfach mal. Wann musst du arbeiten genau? Um 10. Also hast du noch ein bisschen Zeit. Dann hau du dich jetzt auch nochmal genau vor die Glotze. Sehr schön. Dominik muss in einer Stunde arbeiten, aber Dominik kann mal eben noch das Gemälde hier oben verkaufen. Habe ich nämlich eben gesehen, da ist noch eins. Oh, das sieht aber sehr künstlerisch aus. Das muss ich wirklich sagen. Also würde ich so nicht hinkriegen.
Ich finde es immer so albern, ne? Was Leute manchmal Kunst nennen. Also sowas hier finde ich ja zum Beispiel schon Kunst, ne? Aber sowas hier, das sieht eher aus wie. Naja, es sieht eher aus wie. Ich weiß es nicht. Wie hingeklatscht und hin. Ihr wisst schon Bescheid. So. Wie sieht's jetzt aus? 1000? Ja, das bringt ja ein bisschen was. Das ist ja sehr gut. Wie sieht's eigentlich bei dir mit der Beförderung aus? Du müsstest doch normalerweise. Ist das ekelhaft. Du müsstest doch normalerweise jetzt auch bald mal befördert werden. Du müsstest eigentlich noch ein Gemälde anfertigen. Komm, dann machen wir mal noch so ein mittelgroßes. Schaffen wir gar nicht mehr. Ich wollte eigentlich kleines, aber naja, egal. Jetzt haben wir ein mittelgroßes. Mal das mal eben noch zu Ende. Vielleicht schaffen wir das noch. Ah, ne, geh lieber jetzt, komm. Da ruft er nämlich schon an. Oh, du musst auch zur Schule. Ach, du bist, okay. Dann lern du mal hier so ein paar Freundschaften kennen. Lern ein paar Freundschaften kennen. Nein, lern ein paar Freunde. Oh mein Gott, jetzt furzen hier alle. Ist das euer Ernst? So, tschüss. Viel Spaß auf der Arbeit. Haus rein. Dann mache ich auch mal fleißig arbeiten. Und bei dir mache ich mal mit Kollegen Kontakt knüpfen. Finde ich ganz gut. Wir müssen sowieso mal unbedingt mehr Freundschaften schließen. Das geht so nicht weiter. So, und dann ist es jetzt gleich auch bei dir soweit. Und wir gehen natürlich mit zur Arbeit. Denn ich hoffe, dass wir es heute schaffen, irgendwie die Leiste so ziemlich hoch zu kriegen und dann heute noch befördert zu werden. Das wäre auf jeden Fall genialst. Denn wir brauchen das Geld. Und natürlich auch die Fähigkeit, denn ich will endlich dieses Teleportationsdingen fertig kriegen und dass wir da mal durchlaufen können. So, dann gucken wir mal, was müssen wir denn machen? Repratats, darum oder irgendwie sowas herstellen. 10 Minuten an der Rakete arbeiten. Das können wir mal eben machen. Die ist ja schon fast so gut wie fertig. Bau fortsetzen, mach das mal eben. Und rumbasteln wir sie auch. Das kann sie gleich auch machen. Normalerweise müsste das ja für eins zählen, oder? Guck mal, wie weit sie schon ist. Voll toll. Finde ich sehr schön. So, Kollegen, Gedanken, wir basteln erstmal rum. Kann man hier irgendwo rumbasteln? Da können wir rumbasteln. Dann machen wir das mal daran. Oh, wir lassen sie jetzt aber eben mal fertig machen. Haben wir es dann geschafft? Ist die Rakete dann endgültig fertig? Jetzt bin ich mal gespannt. Oh Gott, wie lange dauert das denn? Komm. Dieser eine Viertelstück da. Los, 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 bevor die Zeit so viel umläuft. Mary hat Daniel auf der Arbeit getroffen. Toll. Daniel von Simfans.de. So. Und wie sieht's jetzt aus? Sebastian. Juhu! Die Rakete ist endlich fertig. Das ist ja supi. Das freut mich auf jeden Fall extrem. Warte, wir machen mal eben hier hoch. Und machen mal noch so einen hoch. Und dann können wir die nämlich sehr schön fotografieren. Ach, ist das schön. Es wurde aber auch wirklich mal Zeit, dass die Rakete jetzt mal fertig ist. So, rumbasteln haben wir auch. Ein Kollegen bei Kondonkontrolle bringen sich umzuziehen. Gut, dann machen wir das mal. Das haben wir jetzt zweimal stehen. Das ist ja super. Dann können wir jetzt zweimal, ja, ihr wisst schon. Zweimal hier, was schaffen. Du ziehst mal die Nachtwäsche an, bitte. Und du, junge Frau, du ziehst bitte die Sportkleidung an. So, das ist, glaube ich, jetzt auch. Ja, der eine hat sich schon mal umgezogen, das ist schon mal gut. Ich arbeite ja jetzt schon eine längere Zeit hier und kenne wahrscheinlich hier noch nicht einen Arbeitskollegen so wirklich richtig gut. Aber naja, mir soll es egal sein. So, das haben wir auch. Und jetzt den letzten. Geil, dann haben wir direkt zwei geschafft. Voll die Cheater. So, und jetzt noch du, junge Frau. Ja, kommst nicht dran oder was? So. Mach mal Alltagskleidung, Hauptsache irgendwie umgezogen. Ich glaube, die Kollegen können es auch nicht leiden, weil wir andauernd irgendwas mit denen machen hier mit dieser Gedankenkontrolle. Ja, was? Und bei dem habe ich jetzt. Ah, doch. Nachbarschaft vernetzen, das können wir auch mal eben machen. Und zwar machen wir Tanzparty, finde ich immer noch am lustigsten. Oh mein Gott, ich liebe diesen Elektrokram. Einen Sim-Synthetik-Nahrung geben. Putzen lassen, dann können wir dich ja auch mal direkt putzen lassen. Hier, komm. Säuber mal bitte hier das Labor, das wäre ganz toll.
Ja, natürlich, tanz ruhig erst zu Ende, wir haben ja Zeit. Kein Problem. Hallo. Ah, oh, da muss die halt säubern. Gedankenkontrolle säubern, so. Dann mach du das. Ach, jetzt tanzen hier alle. Oh Mann. Es nervt bedingt. Säubern. Du vielleicht? Das gibt's doch nicht. Jetzt tanzen ja alle, oder was? Oh Mann, ey. Ein Sim Synthetik-Nahrung geben, ja, bringt uns ja auch nichts. Haben wir erstens nicht. Sul, Sul. Jetzt machen wir einfach gar nichts. Doch, jetzt. Putz. Putz den Boden, Fräulein. So, dann haben wir das auch. Und was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Im Raketenschiff erkunden. Ja! Juhu! Yeah. Wir fliegen mit der Rakete weit weg. Endlich mal, ey. Jetzt sehen wir endlich mal Mias erster Raketenflug. Boah, ist das cool. Tschüssi! Haust rein. Ach so, ihr hängt ja oben fest, natürlich. Ja, dann würde ich sagen, warten wir einfach mal, bis sie mal wiederkommt. Passiert ja wahrscheinlich jetzt nichts wirklich Aufregendes mehr da. Weltraumrennen. Mia düst durch entfernte Weltraumregionen, als sie ein außerordentlich grelles Leuchten unter sich sieht. Als sie näher heranfliegt, hört sie Motorheulen und begreift, dass das ist eine interstellare Rennstrecke. Der Gewinner erhält einen Preis. Aber dieses Rennen ist nichts für Weichlinge. Mia sollte sich sicherstellen, dass ihr Schiff das auch aushält. Am Rennen teilnehmen? Natürlich nehmen wir am Rennen teil, ja Leute. Natürlich nehmen wir teil. Wenn da ein Rennen ist, dann nehmen wir teil. Ist auch ganz klar. Wir reagieren natürlich so, wie wir selber auch reagieren würden. Und wer würde nicht an einem interstellaren Rennen mitmachen? Also ich auf jeden Fall. So. Gucken wir uns als nächstes. Komm, ich mach mal ein bisschen hier vor. Auf die Plätze, fertig, los. Mia nimmt an der Startlinie Aufstellung. Rechts vor ihr steht ein aufgemotzter XR-315, der von einer Kaninensapiens gesteuert wird. Okay, keine Ahnung. Links von ihr sitzt ein muskulöser Alien, hinter dem Steuer seines röhrenden TS-555. Er grinst breit und bleckt dabei seine funkelnden roten Zähne. Der Startschuss ertönt und los geht's. Zoom! Oh, jetzt bin ich auch mal gespannt. Mia legt einen ausgezeichneten Start hin. Sie durchfährt Kurve 105 und übernimmt die Führung. Das Hundemädchen ist ihr dicht auf den Fersen und Mr. Rotzahn folgt dicht dahinter. Soll Mia das Hundemädchen einschüchtern, indem sie das Gaspedal durchtritt oder das Tempo bis zur letzten Runde beibehalten? Wir geben natürlich Gas. Ich gebe Gas, ich gebe Gas, ich will Spaß, ich will Spaß. Unfall! Yay! Anfängerfehler. Ohne verbesserte Schubdüsen kann Mia ihr Schiff nicht bis zum Anschlag beschleunigen. Plötzlich dröhnt das Schiff wie verrückt und alle Systeme versagen. Mia dreht sich vor der Strecke um und knallt in einen Asteroiden. Den Schaden kann man reparieren, aber es wird schwer werden, wieder nach Hause zu fliegen. Okay. Nach Hause zu. Nein! Was? Wir sind ernsthaft abgestürzt? Oh Gott, euer Ernst? Mir hat eine Bruchlandung aus dem Wälder hingelegt. Aber von vorne Landebahn kann man ja locker verschwinden. Oh mein Gott. Das erste Mal fliegen wir in den All und wir hauen uns direkt. Das ist ja wohl jetzt ein Scherz, oder? Naja, irgendwie ist es ja lustig. Vor allem wieder ihr Gesicht hier. Aber, naja. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir jetzt direkt beim ersten Mal so eine Bruchlandung hinhauen. Aber ist lustig. Gott sei Dank ist hier nichts passiert. Boah, stellt euch mal vor, sie wäre jetzt gestorben. Oh mein Gott, das wäre furchtbar gewesen. So, komm, mach das jetzt eben noch. Dann schaffen wir wenigstens eine Sache noch. Schnell. Schnell den nächsten. Und den nächsten. Schnell den letzten. Ja, das haben wir noch geschafft. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Und damit haben wir jetzt auch noch, boah, kurz vor knapp, Leute. Das war wieder ein Timing. Leck mich am Arsch. So, wir haben es auf jeden Fall geschafft. Ja, Leistung ist supi. Ich hoffe, jetzt werden wir auch befördert. Könnte knapp werden, aber vielleicht schaffen wir es. Ich weiß es nicht, kann nichts versprechen, aber ich hoffe es auf jeden Fall. In der Zwischenzeit können wir uns dieser Dame hier mal freundlich vorstellen. Wir arbeiten schon seit Monaten zusammen, aber guten Tag.
Ich bin die Mia. Ah, so. Mia. Das war jetzt eine Mischung aus Mary und mir. So. Cheshire. Was? Nicht befördert worden? Mia hat heute fantastische Arbeit geleistet. Okay, dann müssen wir nächstes Mal nochmal mit ihr zur Arbeit gehen. Aber dann werden wir auf jeden Fall befördert. Und dann können wir nämlich währenddessen auch mal die Rakete wieder aufbauen. Das ist ein bisschen ärgerlich, dass wir die Rakete wieder aufbauen müssen. Aber die Bruchlandung war lustig. Boah, leider hatte ich so schnell die Kamera laufen. Mist. Ich hätte es gerne langsamer gesehen. Aber egal. War trotzdem lustig. Direkt das erste Mal Bruchlandung im All. Das hätte auch ich sein können. Einmal im All angekommen, schon direkt eine Bruchlandung. Witzige Sache. Mit der Kochenfähigkeit wird eine große Auswahl Eissorten freigeschaltet. Lecker Eis. Kaum komme ich nach Hause, schon spielt hier wieder einer. Also wirklich, ihr seid manchmal echt schlimm. So, komm. Ab in den Pool, würde ich sagen. Oh, verbessern. Müssen wir nicht noch was verbessern? Nee, ich glaube nicht, ne? Im Moment müssen wir nichts verbessern. Was ist das denn hier? Ey, guck mal, Mary. Ernte alles. Ist das von uns? Ha, tatsächlich. Ups. Das ist unsere Pflanze. Warum können wir die hier nirgendwo hinstellen? Verschneidet Gelände, aber das ist doch unsere Pflanze. Was ist hier los? Keine Ahnung. Ich verstehe es nicht. Aber dann steht sie wohl jetzt hier ganz alleine. Soll mir auch recht sein. So. Du, mein Freund, du kannst jetzt mal hier hochgehen. Das Bild mal bitte weitermalen. So. Und du musst noch deine Hausaufgaben machen. Das kannst du mal eben tun. Nicht begonnen. Leistung ist auch ziemlich kacke. Also wir müssen auf jeden Fall jetzt ein bisschen was tun. Mach mal deine Hausaufgaben. Fräuleinchen, dass mir sowas hier nicht vorkommt. Du bist in deinem Garten beschäftigt und du haust jetzt erstmal was rein. Du warst zwar gerade im Pool, aber haust jetzt was zu essen rein. Kann ich vollkommen verstehen. Du hast Hunger. Dann kannst du dich auch hier schön mit ihr hinsetzen. Dann könnt ihr euch ein bisschen unterhalten. So, ich guck mal eben bei Dominik. Der hat fertig gemalert. Dann verkaufen wir das mal an Kunstgalerie, obwohl ich das eigentlich ganz cool finde. So, und dann malen wir mal ein großes Pop-Art. Ich möchte mal wieder was Großes. Mal gucken, wir haben schon wieder 5000 Simoleons. Mein Gott. Also im Moment muss ich sagen, wir verdienen wirklich sehr schnell sehr viel Geld. Das ist auf jeden Fall cool. Warum steht ihr jetzt eigentlich immer alle da? Muss ich euch jetzt immer sagen, dass ihr euch hier hinsetzen könnt? Hast du deine Hausaufgaben schon fertig? Nein. Unterhaltet euch doch mal mit der Mia. Genau. Hatten wir auch schon lange nicht mehr, dass die drei Mädels sich hier so mal unterhalten haben. Ich finde, die könnten auch mal wieder in den Wellness-Salon. Das ist eine schöne Idee. Dass wir mit den drei Mädels mal in den Wellness-Park gehen. Finde ich eine sehr, sehr schöne Idee von mir. Och, Leute, hier. Mensch, was ist denn hier los? So. Nee, finde ich auf jeden Fall gut. Ich glaube, wir gehen, nächste Folge gehen wir mal, machen wir mal so einen schönen Wellness-Tag mit den Mädels. Nur mit den Mädels. Dominik kommt hier sowieso nie wieder raus. Der ist hier nur noch zum Arbeiten da. Nein. Ich glaube, die Mary liebt ihn auch ein bisschen. Ich guck mal. Ja, tatsächlich. Ein bisschen liebt sie ihn. Und, ja. Aber mit den Mädels finde ich irgendwie schöner. Komm, du kannst dich mal ein bisschen hier baden mit Badezusatz. Ach komm, nee, gönn dir mal ein Schlammbad, du. Gönn dir einfach mal ein Schlammbad. Das hast du ja einfach mal verdient. Aber vorher musst du mal pinkeln gehen, sehe ich gerade. Geh mal lieber vorher Pipi machen. So, und dann kannst du mal baden mit Schlammbad. Finde ich eine schöne Idee. So, nach der Arbeit mal so ein bisschen chillaxen in der Badewanne. Finde ich sehr, sehr gut. So, sie ist um 22 Uhr mit den Hausaufgaben fertig. Sie hat schon vor 3 Stunden angefangen, aber okay. Ach, ist das herrlich. Leute, guckt's euch an. Einfach nur schön. Ich will jetzt nicht sagen, wie das Wasser aussieht, aber ihr könnt es euch ja wahrscheinlich schon denken. Natürlich wie Nutella. Lecker. Sieht so richtig irgendwie entspannt aus, ne? Man möchte gerne tauschen. Ich frag mich nur, woher kam der Schlamm jetzt? Kam der jetzt auch aus dem Wasserhahn? Und wenn er nicht aus dem Wasserhahn kam, woher kam er dann so schnell und so plötzlich? Ist es vielleicht gar kein Schlamm? Ist es vielleicht etwas ganz anderes? Ich vermute ja. So, geh mal duschen und dann kannst du schlafen gehen. Und du willst duschen, das wird auch dringend nötig sein. Du bist schon im Bettchen, das ist schön. Und du
bist auch schon im Bettchen, gut. Ja, dann mache ich mal schnell. Dann sind wir ja wieder beim Endscreen sozusagen. Das ist ja wirklich hier mittlerweile schon der Endscreen. Guck mal, die hat jemanden gefressen. Bitte, wen hat sie denn gefressen? Die hat einen dicken Euter. Ich sag's wirklich gerne, aber sie hat einen dicken Euter. Das heißt, wir können sie merken. Das heißt aber, dass sie jemanden gefressen hat. Warum kann ich sie nicht mehr anklicken? Hallo, hallo? Ja, irgendwie ist ja alles wieder ein bisschen verbuggt. Ich mach mal ein bisschen langsamer. Auf jeden Fall, ah da. Melken, da tatsächlich. Sie hat irgendjemanden gefressen. Oh, und ich hab's verpasst. Scheiße. Oh Mann. Naja, auf jeden Fall. Das ist ja der bekannte Endscreen. Also wir spielen immer einen Tag und dann pennen wieder alle. Das ist irgendwie, mittlerweile hat sich das so eingebürgert. Das von der Zeit her passt das eigentlich ganz gut. Also wisst ihr ungefähr Bescheid. Ein Sims-Tag dauert so 20 Minuten. So, ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, wie immer. Wenn ja, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Für alle, die mir übrigens noch nicht bei Facebook folgen, ich glaube, das haben so ziemlich, oder das verpassen immer so viele, könnt mir gerne bei Facebook folgen. Link steht unten in der Videobeschreibung und auch sonst so auf meinem Kanal ist der irgendwo verteilt. Also ihr werdet ihn auf jeden Fall finden, wenn ihr es denn möchtet. Also macht es, Leute. Macht es. Ich zeige hier gerade mit einem mahnenden Finger auf dem PC-Bildschirm. Und nein, wenn ihr natürlich keinen Bock habt, dann lasst es bleiben. Soll mir auch Wurst sein. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Morgen geht es dann weiter mit der 100 Bibi Challenge. Mittwoch kommt die Girls WG und das YouTuber-Dorf, habe ich mir überlegt. Denn das kam sehr gut bei euch an. Und dann kommt es Samstag, Sonntag und Mittwoch. Und ansonsten, wie gewohnt, Girls WG und 100 Baby Challenge. Also Mittwoch 100 Baby Challenge. Nee, Mittwoch Girls WG und YouTuber Dorf. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch drauf. Wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und bis demnächst. Tschüssi!